Moinsen und herzlich willkommen zur jetzt schon 50. Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben in letzter Folge einiges geschafft. Wir sind in das Büro vom Herrn Bloch gekommen, haben durch Zufall den Alistair mitnehmen können, den Erzmagier, haben vier lustige Gesetze erlassen und werden uns jetzt zu Grump bewegen und die Geisterhalskette holen und dann müssen wir mit Wilbur die Witze ausprobieren. In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Nein, leise. Oh, Butterblume. Also schön, gehen wir. Yeah, wir haben Butterblume auch noch befreit. Ich hab leise gesagt, Butterblume. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. Wir sind schon ziemlich, ziemlich weit gekommen und gehen jetzt hinunter. Werden Wilbur natürlich berichten. Wir werden natürlich Grump von unserem Gesetz erzählen. Und natürlich erst von dem Respektgesetz. Hey Grump, es gibt ein Gesetz, das es bei Strafe verbietet, schwangere Elfen dick zu nennen. Ich dich nie haben dick genannt. Ach ja? Mir war so. Gut. Nein. Wo ist das? Das magische Medaillon wollen wir haben. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist ein Verbrecher, Grump. Grump nicht Verbrecher! Grump doch Verbrecher! Grump stehen hier ganz brav und verkaufen seltsame Dinge. Du trägst ein Medaillon und das ist bei Strafe verboten. Wo zeigt das Gesetz? Was steht da? Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter 6 Monaten bestraft. Nein! Grump wollen kein kleines Mädchen. Ja, aber am Lippel spielen kannst du dabei. Müssen fliehen, Sloth. Nun ja, vielleicht kannst du die freundliche Vollzugshelferin bitten, ein Auge zuzudrücken. Wem seine Augen? Was er meint, Grump. Wenn es dir wirklich leid tut und du deinen Fehler einsiehst, dann muss die Tochter der Ratsvorsitzenden vielleicht gar nichts davon erfahren. Tut leid, tut sehr leid. Na, dann gib doch das Amulett. Ich muss allerdings das Medaillon konfiszieren, damit du nicht in Versuchung gerätst, es heimlich zu tragen. Alter, das ist so eklig mit seinem konfiszieren, Nippel. Konfiszieren, mitnehmen. Oh, klar. Bling, bling. Schon wieder. Oh. Und wie er grinst dabei. Du kleine Mädchen, nicht sagen, ja? Grump wollen bleiben, Grump. Ich werd's für mich behalten. Gut, sehr schön. Wir haben das Amulett. Wir können jetzt mit Wilbur reden. Ich weiß nicht, ob wir es runtergeben müssen oder im Gespräch. Wilbur? Ja? Wilbur. Ich habe ein Medaillon für dich. Ich habe hier ein Medaillon für dich. Es zeigt einen Bannkreis. Ist es magisch? Nicht die Spur. Okay, hab's. Danke. Man kann ja so tun. Und ich habe den Erzmagier. Ich habe Erzmagier Alistair gerettet. Also, den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Erzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Quack. Er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratzer abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft der habe. Der arme Erzmagier. Wo? Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Der Arme. Das war erstmal alles. Bis später. Natürlich werden wir jetzt Wilbur spielen und endlich Witze erzählen. Das.
Es artet auch immer so aus. Man denkt so, nächste Folge ist man soweit und dann doch nicht und dann das. So, wir steigen jetzt ins Loch hinab, gucken mal, was wir alles haben. Wir haben den seltsamen Handspiegel. Das Medaillon mit Bann-Symbolen. Ich habe schon mal Magier auf Bildern gesehen, die so etwas trugen. Aber ich weiß nicht genau, wozu es gut ist. Okay, wissen wir auch noch nicht. Ist auch egal. Wir erzählen jetzt erstmal Witze und den Grumpwitz natürlich zum Schluss. Willst du einen Witz? Weil das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Ich habe einen Witz gehört mit Kohlendings. Ich habe da so einen Witz gehört. Ich bin gespannt. Da treffen sich drei, oder nein, zwei. Kohlenstücke. Da sagt das eine, hallo. Kohlenstücke. Daraufhin sagt das andere, bah, du bist subtrahiert. Oh, Wilbur. Bist du sicher, dass der Witz so geht? Ich möchte meinen Beitrag zu. Oh, da müssen wir uns den restlichen Schrott auch an. Ich habe einen Witz. Oh, da. Warum trinken Ratten abends keinen Alkoholwitz? Damit sie morgens nicht mit einem Kater aufwachen. Der ist ja grauenhaft. Oh, so vorhersehbar, so unelegant, so... Ich fand ihn sehr witzig. Der Grumpwitz. Ich sag's euch, Leute. Was wieder einmal beweist, wie wenig Ahnung ihr habt. Nein, ich habe nicht gelacht. Ich kenne einen Witz über einen Patienten und einem Arzt. Das geht auch noch so. Naja. Schieß los! Es ist ein Witz mit einem Arzt und seinem Patienten. Ich glaube, es ist der einzige seiner Art. Nach der Untersuchung fragt der Patient, Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor, sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ich hätte gleich lacht keiner. Als der Erste. Komm schon, der war gut. Na klar, was weiß der Gott des Humors schon über Witze? Dann der Versaute. Lachen sehen? Nein. Jetzt geht der ab, passt auf. Ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir einfach gefallen. Oh, das klingt gut. Seit Hunderten von Jahren Beste. Stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau. Beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie, gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Oh. Nicht, den findet der auch nicht gut. Ein müdes Lächeln bringst du bei den Leuten damit zum Vorschein. Aber bei Leuten mit Humor. Von denen gibt es nur einen hier. Und der hat nicht gelacht. Ich fand meinen Witze gut und die anderen haben gelacht. Ich fand meine Verdammt, Witze was gut. soll das? Und die anderen haben gelacht. Das ist aber nun mal nicht relevant. Ich muss lachen. Aber du scheinst immer nur über deine eigenen Witze zu lachen. Weil es nun mal die besten sind. Dann sagen wir doch mal seinen eigenen. Aber das ist doch... Moment. Welchen nehmen wir denn? Doch, den Clownswitz, der ist am kürzesten. Da quäle ich euch nicht so viel mit. Und was sagt der eine? Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber komisch. Alter, so eine ansteckende Lache. Der schmeckt aber, weil er ein Clown ist. Aber jetzt erklärt er noch den Witz. Ey, das ist ein ganz ätzender Typ. Das war ein guter Witz, mein kleiner Freund. Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich... Ja, wir haben drei. Wir haben zwar niemals diese Stimmgabel gefunden, wenn man sie überhaupt finden kann. Wenn ihr sie gefunden habt, gerne in die Kommentare schreiben. Einen Gefallen getan. Also, wie komme ich übers Wasser? Gehen. Haha, ihr konntet vielleicht mal über Wasser gehen, aber ich kann das nicht. Auch nicht über Eis. Eis? Ist dir nicht aufgefallen, wie kalt es hier ist? Oh nee, oder? Ich hätte einfach drüber laufen können die ganze Zeit.
Das sieht nicht wie Eis aus. Weil es hier unten völlig windstill ist. Ohne Wellen und Blasen im Eis sieht gefrorenes Wasser aus wie Wasser. Und das hättet ihr mir nicht einfach sagen können? Wäre es dann genauso befriedigend gewesen, endlich zur Insel gehen zu können? Ja, wäre es. Dann hätte ich die ganzen schlechten Witze nicht ertragen müssen. Aber wäre etwas zugestoßen, nur weil ihr mich aufgehalten habt? Oh, wir können jetzt einfach rübergehen. Es sieht aus wie Wasser, aber... Da leuchtet was. Das ist ein Stern, ne? Es ist tatsächlich Eis. Ja, verdammt, ey, hätte man sich das sparen können, ich glaube. Oh, Willibur, mach jetzt. Alles kein Problem. Ich hoffe, es ist kein Minispiel oder so. Jetzt hängen wir da noch nächste Folge dran. Nein, oh, Remy in der Rattenfalle. Remy! Nicht Willibur, das ist eine Falle! What the fuck? Du wirst mir den Zauberstab bringen, den dieser Dieb vor Jahren stahl. Was? Wer oder was bist du? Wer bist du? Oder was bist du? Ich bin der Torwächter. Du bist der Geist von einem dieser Zauberer, die den Namenlosen befreien wollten. Wahrscheinlich, oder? Und er darf nicht rüber. Der Namenlose darf diese Welt niemals betreten. Nicht? Ich meine... Ganz meine Meinung. Weder ich noch Remy wollen das. Warum kämpfst du gegen uns? Er hat den Zauberstab gestohlen. Der Zauberstab ist der Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Gib mir den Schlüssel. Lass Remy frei, er ist verletzt. Lass Remy frei. Er ist schwer verletzt. Er wird sterben, wenn du mir nicht den Zauberstab bringst. Ich habe den Zauberstab nicht mehr. Besorge ihn. Dein Freund hat nicht mehr viel Zeit. Es würde zu lange dauern, den Stab zu besorgen. Zeit haben wir nicht. Wir müssen... Dein Freund wird immer schwächer. Besorge den Stab, oder er wird sterben. Aber wir können... In Ordnung. Ich werde mir etwas einfallen lassen, Remy. Das weiß ich. Was zur Hölle? Ich muss ihn so schnell wie möglich da rausholen. Er schien sehr schwach. Vielleicht kann ich mich irgendwie am Geist vorbeischleichen oder... Die Kette... Ich habe schon mal Magier auf... Ein kleiner Spiegel aus einem seltsamen Material. Es ist ganz glatt, so wie Holz. Aber es fühlt sich anders an. Kann ich nicht verbinden. Wir wollen jetzt zur Insel schleichen. Ich schleiche mich nochmal zur Insel. Vielleicht finde ich... Oh, Spieglein, würde ich mal sagen. Oh, wir betrachten... Stopp, wir betrachten natürlich erstmal. Was für eine fürchterliche Kreatur. Der Geist hat Remy in die Falle gelockt und jetzt benutzt er mich, um an den Zauberstab zu kommen. Das dürfte diese seltsame Maschine sein, mit denen die Kultisten... Dinge... Gnom. Nicht, dass das dir dieser... Zauberer aus der Schule war, der das auch gebaut hat. Der Feuermaschinentyp. Der Kellermeister hat von Höhlen und Spalten erzählt, die hunderte, manchmal tausende von Metern in die Erde hinabreichen. Ich glaube, das war mal ein Spiegel. Genauso einer wie da drüben. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht benötigten die Kultisten für bestimmte Rituale Sonnen- oder Mondlicht und haben es mit den Spiegeln hier hinuntergeholt. Oh, Remy. Der Arme. Wenn ich mit dir gegangen wäre, das bestimmt nicht passiert. Dann legst du ja auch, Wilbur. Oder wenn,
Hilfe holen können. Ja, jetzt hilfst du immer noch. Am Mondlichtstrahl kann man erkennen, wie düster es hier unten trotz der Sterne noch ist. Okay, dann können wir bestimmt darüber krabbeln. Mit dem Geist lässt sich... Ich muss da... Okay, wir haben uns ja alles betrachtet, aber wie wir jetzt hier weiterkommen im Raum, das zeige ich euch vielleicht nächste Folge, wenn ich es schaffe, weiterzukommen. Natürlich nur, wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich über jeden Kommentar. Vielleicht sagt ihr nochmal, wie euch das Ganze hier gefällt und ob ihr irgendwelche Verbesserungen habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!